Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute gibt es eine weitere Folge der Hertha News. Es gibt wieder einiges rund um Hertha BSC zu besprechen. Zum einen möchte ich über einen bereits offiziell verkündeten Abgang sprechen. Heute Nachmittag hat Hertha BSC den zweiten Winterabgang in diesem Transferfenster verkündet. Und es handelt sich erneut um einen Spieler aus unserer Akademie. Und ich habe dazu möglicherweise eine etwas andere Meinung als unsere Verantwortlichen. Und deswegen schauen wir uns den Abgang einmal ganz genau an. Aber ich habe auch noch eine andere News mit dabei. Es geht um ein Gerücht, was in den letzten Wochen immer mal wieder thematisiert wurde. Dazu möchte ich auch noch ein kleines Update geben. Und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir erstmal über die erste Thematik des Tages. Es geht um den bereits angekündigten Abgang. Ein weiterer Spieler aus unserer Akademie, ein sehr vielversprechender Spieler, hat uns verlassen. Nämlich Leander Popp wechselt von unserer Akademie aus zu Greuther Fürth und das Ganze wohl auch ablösefrei. Und das ist ein Abgang, der richtig schmerzt. Leander Popp ist ein Spieler, und da bin ich ehrlich mit euch, ich hatte diesen Spieler schon seit 2 Jahren auf dem Zettel. Denn er hat in so ziemlich jeder Jugendabteilung bei uns richtig gut performt. Und bis zu seinem Kreuzbandriss war er auch bei uns in der U17 eine extrem wichtige Stütze. Und auch in dieser Saison, wo er sich so langsam aber sicher von seinem Kreuzbandriss erholt hat, konnte er in der Jugendabteilung überzeugen. Zum Beispiel in der U19 Bundesliga. Denn dort hat er in 7 Spielen 5 Tore und 3 Vorlagen erzielt. Er war dort einer der wichtigsten Spieler und ein Spieler, der unsere Offensive komplett belebt hat. Er ist nämlich linker Außenspieler, der aber auch mehr oder weniger als ZOM hängende Spitze in der Art spielen kann und natürlich auch auf der rechten Außenposition. Und genau das hat er in der Jugendabteilung gemacht und es hat sehr gut funktioniert. Er ist ein Spieler, wenn er gespielt hat, man schaut ihm gerne zu. Ich glaube, ich habe ihn auch einige Male bei uns in der zweiten Mannschaft beobachten können, denn er hat jetzt versucht, die ersten Schritte im Herrenfußball zu sammeln, hat die ersten 6 Spiele in der Regionalliga absolviert, konnte sogar eine Vorlage erzielen, aber natürlich fällt das schwer, sich erstmal an dieses komplette Herrenniveau zu gewöhnen. Trotzdem, vom Spielertyp her, fand ich Leander Popp so unglaublich geil, denn er ist ein Spieler, der so unfassbar torgefährlich ist. Er ist schnell. Er hat einen richtig eiskalten Abschluss und hat so eine Gier auf Tore. So einer, der will die Tore erzielen. Und das auf der linken Außenposition, das war ein sehr wertvoller Spieler, den wir hier verloren haben. So viel kann ich sagen. Er ist ein Spieler. Er ist flink auf den Außenpositionen. Er hat eine gewisse Technik mit dem Ball. Und ich bin mir sicher, da bin ich ehrlich mit euch, ich bin mir sicher, dass er langfristig mal mindestens bei Greuther Fürth eine Rotationsspielerrolle einnehmen kann. Denn er hat ein Potenzial, was man ab und zu gesehen hat, das war einfach Wahnsinn. Und ich finde, wir haben hier wieder ein gutes Talent einfach verschenkt, einfach abgegeben. Und es ärgert mich, es ärgert mich. Leander Popp war ein Spieler, den hatte ich schon lange auf dem Zettel. Und wenn man bei Hertha BSC von dem Berliner Weg spricht, davon spricht, ein Talent langfristig an Hertha zu binden und darauf aufzubauen, dann muss man genau solche Spieler eigentlich fördern. Aber da er jetzt auch in diesem Winter nicht für das Trainingslager nominiert war, glaube ich, war es langsam deutlich, dass hier die Verantwortlichen eher auf andere Spieler bauen. Man muss gucken. Wie gesagt, Leander Popp war linker Außenspieler, ein Spieler, den ich, wie gesagt, dem Profibereich zutraue. Man muss aber auch ehrlich sein, bei uns auf den Außenpositionen, dort ist es gerade voll. Wir haben Martin Winkler, wir haben Davy Schern, wir haben Palko Dardai, der dort natürlich auch spielen kann. Dann haben wir Fabian Reese und das ist gerade eine gewisse Konkurrenz. Da ist es schwer, sich als 18-Jähriger durchzusetzen. Aber ich finde, dort hätte man eher auf eine Leihe setzen sollen, als auf einen festen Abgang. Oder man hätte es so machen sollen, wie beim Abgang von den Gangkamp zu Greuther Fürth, dass man eine Rückkaufoption einbaut. Aber scheinbar soll es auch keine Rückkaufoption geben aktuell. Wenn man sich einmal die Daten anschaut, Popp hatte bei uns noch keinen Profivertrag. Wir werden eine kleine Ablösesumme kriegen, aber es ist halt eine kleine Ablösesumme. Die Bild schreibt noch dazu, dass es eine Ablösesumme ist, die sich bei einem Weiterverkauf noch erhöhen kann. Das klingt schon mal nicht ganz so schlecht. Aber wie gesagt, der Kreuzbandriss im Januar diesen Jahres, beziehungsweise im Januar letzten Jahres dementsprechend, das hat ihn aus der Bahn geworfen und da war er natürlich knapp ein Jahr einfach raus aus dem Profifußball. Unglaublich ärgerlich. Es ist unglaublich ärgerlich, denn ich glaube, er hätte das Potenzial gehabt, wenn er verletzungsfrei geblieben wäre, dass er sich hier durchgesetzt hätte. Und das hätte ich mir auch so sehr gewünscht, denn er ist ein Spieler, da kriegt man Lust auf Fußball. Und das sieht man auch bei den U19-Highlights oder auch ab und zu bei der zweiten Mannschaft. Aber
wenn man ihn halt nicht einsetzt, möglicherweise nicht die perfekte Perspektive ausbietet, dann kommt der Kräuter Fürth, die sagen, yo Leander, ich nehme dich mit bei uns in das Profiteam, du wirst bei uns bei den Profis mitkicken, du kriegst einen Profivertrag, dann würde ich auch eher zu Kräuter Fürth wechseln. So, ich mache dem Spieler keinen Vorwurf, denn Kräuter Fürth, so wie es eben sich anhört, dass sie ihn als Profi integrieren, die zeigen eine bessere Perspektive als wir. Die Bild schreibt, Hertha wollte ihn halten, aber im Profiteam hat er einfach keine Chance. Und deshalb haben die Clubverantwortlichen einem sofortigen Wechsel zugestimmt. Und wie gesagt, ein Wechsel zu Kräuter Fürth, den verstehe ich vollkommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, schon wieder ein Jungspieler, der geht, oh, das ist Quatsch. Nein, der Wechsel zu Kräuter Fürth macht auf allen Ebenen Sinn. Dort wird richtig gut mit Jungspielern gearbeitet. Man hat es am besten gesehen bei der Ngangkam-Leihe. Bei der Ngangkam-Leihe, wo er sich auch schwer verletzt hatte, wurde auch danach komplett auf Ngangkam gebaut und er hat die ersten Einsätze gesammelt und konnte sich dort weiterentwickeln. Und sowieso, Kräuter Fürth geht ein Weg mit einem sehr, sehr jungen Team, bestehend aus vielen deutschen Talenten, wo man einfach sagt, das ist eine Top-Arbeit in Fürth. Von daher gönne ich auch Leander Popp diesen Schritt, denn ich glaube, dort würde er sich besser entwickeln als hier momentan. Da bin ich ehrlich und möglicherweise ist dieser Tapetenwechsel für seine Entwicklung genau das Richtige. Und so würde ich das Ganze auch abschließen. Es ist schade, dass wir wieder ein Talent verlieren, ein Talent aus unserer eigenen Jugend. Aber im Endeffekt, denke ich mal, ist es hier auch der richtige Schritt für den Spieler selbst. Ich ärgere mich trotzdem über unsere Verantwortlichen, über so ein bisschen auch Pal Dardai, dass man ihm nicht eine bessere Perspektive angeboten hat. So mal wenigstens mal ins Profitraining reinschmeißen oder mal so ein paar Einsätze geben. Ich meine, er hat bei der U19 wirklich gut gespielt und dort hätte ich ihn mal wenigstens, ja, gerne im Profitraining gesehen. Oder nochmal intensiver bei der U23, denn das waren ja bis hierhin auch nur Kurzeinsätze. So, man spricht vom Berliner Weg und lässt trotzdem Talente ziehen und das ohne Ende. Das ärgert mich ein bisschen. Wir können nicht alles und jeden halten und das verlange ich auch gar nicht. Aber sich drum bemühen und anstelle von Maulida oder Insona, die beiden Kaderleichen, das drücke ich jetzt ein bisschen hart aus, aber anstelle von diesen beiden Kaderleichen eher eben auf Leander Popp setzen, auf unsere eigenen Spieler. Das ärgert mich halt so. Maulida ist jetzt wieder hier. Und erneut gibt es Signale, dass Maulida nicht wechseln möchte, weil der bei uns 1 Million Euro verdient und der keine finanziellen Abstriche machen möchte. Digga, dieser Typ, der ist bei uns, verdient 1 Million Euro, leistet einen Scheißdreck. Und stattdessen müssen wir jetzt einen Tente abgeben, weil er immer noch bei uns im Kader rumschimmelt. Okay, ich war jetzt gerade sehr sauer. Aber der Fakt, dass Maulida 1 Million Euro verdient und einen Scheißdreck leistet, das regt mich ja wirklich auf. Na gut, egal, ich glaube, ich würde es genauso machen wie Maulida. Also der Idiot, der den Vertrag ausgehandelt hat, ist echt unglaublich. Kommen wir auch, würde ich sagen, direkt zum zweiten Thema des Tages. Benjamin Weber sucht Abnehmer für 3 Spieler. Müsan Maulida, Kieran Nsona und Anderson Lukoki. Die 3 Spieler könnten Hertha BSC möglicherweise verlassen, genauso wie Kempf Hertha BSC verlassen könnte bei einem Top-Angebot. An sich aber plant man natürlich weiter mit Kempf, was auch gut ist, denn er hat gegen die Rangers echt gut gespielt. Wie gesagt, an Maulida soll Hansa Rostock interessiert sein und an Nsona soll Girondins Bordeaux interessiert sein. Aber ich habe es eben gerade schon ein bisschen betont. Bei Maulida ist gerade das Ding, dass es laut der Bild erneut Signale gibt, dass er bei einem Wechsel keine finanziellen Abstriche machen möchte. Das heißt, dass es ähnlich sein könnte wie beim Wechsel zu Ankara Gücü. Denn dieser Wechsel ist auch daran gescheitert, dass Maulida nicht auf Gehalt verzichten wollte. Und das ist lächerlich. Der verdient 1 Million Euro dafür, dass er bei uns in der zweiten Mannschaft genau so spielt wie alle anderen Viertligaspieler. Also Freddy Bobic, das ist, ich sag gar nichts mehr dazu, ne? Ich sag gar nichts mehr. Aber ganz im Ernst, ich würde es glaube genauso machen wie Maulida. Nsona soll übrigens, beziehungsweise könnte Hertha BSC auch verlassen, denn auch er verdient rund 600.000 Euro an Grundgehalt. Und dadurch, dass Maulida und Nsona insgesamt quasi 1,6 Millionen Euro verdienen, ist es schwer für diese beiden Spieler Abnehmer zu finden. Und dadurch verzögern sich einige Neuzugänge. Und ein Neuzugang, der zuletzt immer mal wieder thematisiert wurde, der ist auch gescheitert. Nämlich Filip Jagiello von Genua wird laut Tomasz Wladoszewski, laut einem polnischen Sportjournalisten, wohl nicht zu Hertha BSC ausgeliehen werden, sondern zu Spezia. Spezia zeigt Interesse und es soll bereits eine medizinische Untersuchung anstehen, nämlich morgen
und genauso eine Vertragsunterzeichnung. Das heißt, Jagiello wird nicht laut aktuellem Stand an Hertha BSC verliehen. So zumindest ein polnischer Journalist. Und ja, dadurch, dass wir momentan keine Abgänge, so richtige, notwendige Abgänge haben, wie zum Beispiel von Mario Dar und Insona, steckt man so ein bisschen im Stau. Denn Benjamin Weber hat es gesagt, ohne Abgänge gibt es keine Neuzugänge. Und das könnte echt im Hinblick auf die Rückrunde immer noch einige Qualitätslücken offen lassen und wir wären immer noch mit weiteren Kaderleichen beschäftigt. Also ich war vorhin sehr sauer über Mauli da, aber ganz im Ernst, das ist ein Thema, das geht mir einfach richtig auf den Sack. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, was die Tage bei Hertha BSC passiert. So viel jetzt erstmal von mir. Ich denke mal, ich habe alles thematisiert. Ich bin mir trotzdem sicher, dass die Tage dann ein weiteres News-Video gibt. Am Sonntag geht es ja wieder los gegen Fortuna Düsseldorf. Ich freue mich schon auf das erste Heimspiel in dieser Saison, auch wenn ich bei dem aktuellen verletzten Status einiger Spieler wirklich Angst habe, was das werden kann. Denke ich mal, ist ein guter Rückrundenstart in Sicht. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage zu einem neuen Video wieder. Vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Wir sehen uns. Schönen Tag euch noch. Und tschüss.